Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von FutureNet bei Remastered. Und wir tun das, was wir in einem ordentlichen PC-Adventure natürlich als erstes tun müssen, und zwar die Welt erkunden, in der wir uns befinden. Und da es sich hier um ein virtuelles Internet handelt, auch als FutureNet bezeichnet, sollten wir das doch schnellstmöglich tun. Übrigens finde ich es echt witzig, dass man sich hier so wie bei Second Life einfach so mit Avataren rumbewegt. Es scheint mir aber doch irgendwie umständlich zu sein. Auf der anderen Seite, okay, wir sind ja eigentlich in dem Avatar. Also, das ist jetzt ja so ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir sind zwar eher, aber eigentlich müssten wir aus der Ego-Perspektive, aber was soll's. Wir sind jetzt hier in einem Abschnitt des FutureNets, in dem es anscheinend um Bildung geht. Academico und Educo steht da oben. Dann betreten wir nochmal hier das Gebäude. Warte, fehlerhafte Algorithmen entdeckt. Ihr Access-Zugang zu dieser Node wird verweigert. Danke für die Benutzung des FutureNet. Ja, okay. Schade, der Zugang wird verweigert. Aufgrund fehlerhafter Algorithmen. Okay, also wir haben ja schon zu Beginn des Spiels erfahren, dass irgendwas bei uns schiefgelaufen ist. Unser Avatar wurde beschädigt und wir haben doch tatsächlich einen Fehler in unserer Neuralverbindung. Gut, versuchen wir es mal hier, aber ich vermute ja fast schon, wenn mich meine Erinnerung nicht sowieso ganz trügt, dass uns hier das gleiche Schicksal blühen wird. So ärgerlich das dann auch sein mag. Ja, genau, okay. Wäre natürlich cool, wenn man irgendwie... Ich drücke hier Escape und alles, was es gibt, aber man kann diese Meldung nicht abbrechen. Ich glaube, immer wenn diese Würfelanimation unsere Mauszeiger ersetzt, dann sind wir gefangen in einer Soundfile, die man nicht unterbrechen kann. Gut, kann man jetzt nicht ändern. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist sinnvollerweise in den nächsten Abschnitt zu gehen. Und mal sehen. Die CD lädt ganz angestrengt. Okay, das hier sieht aus nach einem Spieleparadies. Wir sehen hier Gigantico, Cryonics, Super Game Co. Da unten ist ein Medi-Center oder sowas. Okay, versuchen wir es erstmal hier. Leider befindet sich diese Link-Verbindung gerade im Aufbau. Okay, die Verbindung befindet sich im Aufbau. Das ist aber doch mal eine schönere Nachricht als die davor, wo wir ja selbst schuld waren aufgrund unseres fehlerhaften Avatars. Okay, hier geht das gleiche wie gerade. Ach, das ist schön, bei den Audio-Files kann man wenigstens weiterlaufen sofort und muss nicht noch warten, bis die komplett durchgeballert wurde. Ja, toll. Das müsste ein Teleport sein oder ein Fahrstuhl. Ja, cool. Dann schauen wir mal, was sich beim Medi-Center tut. Ich meine, unser Avatar ist beschädigt. Vielleicht kann man uns dort ja weiterhelfen. Wobei, ich glaube, ich weiß, was passiert. Also jedes Mal, wenn dieser blöde Würfel kommt, ist im Prinzip, ist der Drops gelutscht und wir können sowieso nicht weitergehen. So ein Mist, ey. Finde ich, also, der Typ hat doch am Anfang gesagt, dass wir der allererste sind, bei dem sowas vorkommt, dass es noch nie einen Fehler gab. Wozu gibt es also so eine Medi-Unit? Ich meine, kann man sich hier irgendwie verletzen? Mann, ich wollte doch da in die Super Game Co. gehen. Komisch, verstehe ich alles nicht. Gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Kann ich mich auch nicht dran erinnern, ob das... Die CD lädt, ein gutes Zeichen. Okay, ich erinnere mich, das... Mr. Robot! Oh mein Gott, das Spiel hat Mr. Robot predicted. Ich erinnere mich daran, dass man hier später irgendwas hacken kann, oder ich weiß es nicht mehr. Schauen wir uns doch erstmal, was es so Neues für uns gibt. Cockfighter war da gerade kurz zu sehen. Teste diese ultra-starken Spiele, die für den Verkaufsknoten direkt in deiner Nähe bestimmt sind. Wahnsinn. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Fangen wir mal mit Mortal Kombat an. Können wir das jetzt, also wäre natürlich geil, wenn man das jetzt zocken könnte. Mal gucken. Mortal Kombat schlüpft in die Rolle der beliebtesten religiösen Anführer, die ihren persönlichen Todeskreuzzug erleben. Du kannst wählen zwischen Mohammed,
Jesus Christus, Moses, Buddha und Ron Hubbard. That escalated konvertiere quickly. Die Massen der ungereinigten Heiden in eine Masse von zitterndem Protoplasma mit einer Auswahl von mehr als 20 heiligen Waffen. Moral Combat. Glaube oder stirb. Okay, what the... Okay, das war auch übrigens ein Video, also vermute ich mal, ich konnte jetzt da nur rumklicken. Gucken wir uns mal Juggernaut an. Juggernaut, du bist eine unaufhaltsame okay. Todesmaschine. Deine einzige Schwäche ist dein eigenes Bewusstsein. Wie viel kannst du austeilen, bevor du dich von deinen eigenen Handlungen ekelst? Wie lange kannst du spielen, bis du in ein Koma der Langeweile verfällst? Juggernaut von Super Game Co. erscheint bald. Gesellschaftskritik mit dem Zaunpfahl in die Fresse. Schlachthof. Hey Metzger, das ist dein Weg durchs Schlachthaus, wo das einzige Fleisch, das es zu verarbeiten gibt, das Fleisch deiner Feinde ist, okay. die du mit deinem Gunfire ja. in Stücke schießt. 300 verschiedene Level voller magenumdrehender Fun. Also, ich frage mich, ob das... waren im englischen Original dieses Spiels die Texte kürzer, weil es ist ja blöd, dass das Video immer viel zu kurz war. Und aber natürlich trotzdem eine gelungene Kritik an der Austauschbarkeit von Killerspielen, die irgendeine Story sich erfinden, um eine Rechtfertigung zu bieten dafür, dass man virtuell rumläuft und Leute abknallt. Irgendwie, also gab es die Diskussion damals schon? Ende der 90er, ich meine, die Spiele da, auch das, die Videos, die wir sehen, Debug, die Videos, die wir da gesehen haben, hatten ja schon einen starken Bezug zu Doom und Quake und Half-Life 1 kam 98 raus, also gab es das wahrscheinlich auch schon, aber ja, gut, lassen wir mal so stehen, 411 for fun. 411 for fun. Buttocks Bunny. Willkommen bei Super Game Co., der Hersteller des Ultra Fun 6004 Spielsystems. Mensch, hier steht 6400, nicht 6004. Nicht in unseren Lagern. Angefangen bei unserer Spiele-Megalist, die ab sofort erhältlich ist. Über unseren brandneuen Checkbox. Das ist ein Spiel, das kann ich dir sagen, Mann. Bis hin zu Metagnomi Update. Wow, wie cool. Der Typ nuschelt auch und... Kommt mir nicht vor wie ein gelernter Synchronsprecher, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das der gleiche ist, der uns am Anfang, also der diese Maschine gesprochen hat, oder? Vielleicht das FutureNet ja irgendwie, gibt es da nur einen Soundroboter. So, Megalist, was das gibt's da? Die Megalist, die heißesten Spiele, die wir hier direkt vor deiner Nase haben. Das heutige Top-Game ist der Klassiker Termination's Dead, der bereits seit 3 geschlagenen Tagen unser Bestseller ist. Sichere dir die gesamte Super Game Co-Line unserer Produkte. Adventures of Toad Boy. Checkbox. Die Checkbox ist die Art von Super. Also auf jeden Fall ist hier ein Wortspielgewitter am Start. Das ist, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung von FutureMed. Aber vielleicht war ich auch zu klein, um das alles zu verstehen. Nun, die Zeit ist gekommen. Sichere dir dein Implantat noch heute. Okay, Implantate, vielleicht kann man sich das ja später holen. Und dann gucken wir noch mal kurz auf dieses Update hier. Metagnomi Update. Die neue Art, die Spieler. Auch toll, dass der Typ in den Text hier reingesetzt wurde. Achte auf die erste Precorker Games Serie, die im nächsten Vierteljahr erscheint. Okay, ja, da werden wir natürlich aufpassen. Gut. Ja, schade, das scheint schon alles gewesen zu sein. Dann, wie kommt man hier raus? CD lädt. Ach, okay, da oben kann man auf den Pfeil klicken. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Map. Auch toll, die Grafik hier. Big Rig Style. Ist uns scheißegal, wo der Avatar eigentlich ist. Wir laufen über die Brücke. An die Pyramide hier, an die kann ich mich echt noch erinnern. Also ich kann mich auch grob sowieso an fast alles erinnern. Das ist irgendwie krass hängen geblieben, aber das weiß ich noch. Ja, überraschenderweise kann man da auch nicht rein, toll. Ich würde gerne diese Dinger unterbrechen, aber es geht irgendwie nicht. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müssten wir jetzt wieder am Startpunkt rauskommen, oder? CD, gib die Mühe. Ja, tatsächlich. Cool. Ich frage mich übrigens wirklich, ob diese... Ich muss das mal nochmal checken, ob die ganzen Daten wirklich von der CD geladen werden oder ob er die nur immer wieder als Antreiber braucht. Also,
Der wird doch viel in sich installiert haben. Finde ich komisch. Wir gehen jetzt in den einzigen Pfad, den wir bislang noch nicht erkundet haben. Ah, das Post Office. Ja, ja, das weiß ich auch noch. Kann man hier lang gehen? Nee, ne? Das ist ja sowieso immer der Kracher, wenn man irgendwie 30 Stunden spielt und irgendwo hängen bleibt und dann stellt man fest, dass man irgendwo so einen Weg übersehen hat, aber nee, da kann man nicht weitergehen. Dann betrete ich mal das Post Office. Ich hoffe, da kommt man jetzt rein. Ja, CD wird... okay. das erinnert doch stark an Grim Fandango und sowas, also... Das kam ja, glaube ich, auch Ende der 90er raus. Wanted. Howard the Hacker. Der ist so cool, der braucht kein E. Unbekanntes Geschlecht, Alter 10 Jahre. Wanted for electronical fraud, unauthorized accessing of classified data, mischief, vandalism and various other crimes. If accounted, please report immediately to the post office Nobot. Wieso den Post Office Nobot? Haben die keine Polizei? Naja, dann sprechen wir den Nobot doch mal an. Hallo, ich bin Sippy, der Post Office Nobot. Ich das ist die gleiche Synchronstimme, oder? Ich bin darauf programmiert, diese Mail in einer so netten Art auszuliefern, wie Sie es sich kaum vorstellen können. Ich sehe und höre alles. Also, wenn Sie Fragen haben sollten, schießen Sie los. Sippy, der politisch korrekte Nobot. Geil. Ich brauche etwas Hilfe mit meinem Avatar. Ich glaube auch. Sieht schlimm aus. Aber ich meine das natürlich auf die netteste vorstellbare Art und Weise. Ich habe noch keinen kennengelernt, der Probleme mit seinem Avatar hatte. Ich weiß nicht, wer ihnen helfen könnte. Aber ich kann ihnen auf eine andere Art helfen. Wie zum Beispiel ihnen ihre Mail geben. Lassen Sie mal sehen. Ah ja. Sie haben zwei Briefe in Ihrer Mailbox. Hier sind sie. Yeah. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mich ruhig. Ich bin immer hier und ich bin dafür da, Ihnen zu helfen. Hat Boris Becker sich da die Inspiration gezogen? Was ist jetzt los? CD? Lassen Sie mal sehen. Ah ja, Sie haben zwei Briefe in Ihrer Mailbox. Hier sind sie. Oh, Motion Sickness. Fragen Sie mich ruhig. Ich bin immer hier und ich bin dafür da, Ihnen zu helfen. Das ist übrigens spannend, ne? Das war ja zu einer Zeit, als das Internet, zumindest das Internet für die Massen noch recht jung war, Ende der 90er. Und bei dem Design von FutureNet haben die wahrscheinlich auch einfach nur versucht, die Realität in digital nachzubauen. Ein Gedanke, von dem man sich ja eigentlich so nach und nach verabschiedet hat. Und dementsprechend ist jetzt hier so eine Briefmarke, ich weiß auch nicht. Was machen wir zuerst auf? Du armer Idiot oder zerstörter Avatar? Du armer Idiot. Ach, guck mal, der Lokalisator hat, das Subject hat er übersetzt, aber das hier oben nicht, egal. Hallo neuer User, willkommen in der Hölle, Neuling, hahaha, Howard the Hacker. Also Howard the Hacker ist 10 Jahre alt, es wird Comic Sans genutzt, meine Güte, meine Augen, aber er kann Kommasetzung. Ja, wer hätte gedacht, Howard the Hacker ist anscheinend schuld an unserem, an unserer Misere. Und dann gucken wir hier noch. Wieso ist das, dieser Betreff nicht übersetzt? Verstehe ich nicht. D-Way at FutureNet underscore Library. Hallo neuer User, ich kann erklären, was geschah, als du dich ins Net eingeloggt hast. Ich weiß, wie ich helfen kann. Okay, gut. Komm zum Turing Inquisition's Reading Room. Dort können wir ungestört reden. Turing Inquisition. Das klingt komisch. Gezeichnet ein Freund. Ja gut, dann machen wir uns mal auf den Weg, dann würde ich sagen. Danke, Sippy. Ach, unser Inventar hat die Briefe angenommen. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich mir nicht so viele Gedanken um diesen Howard den Hacker machen. Er macht neuen Anwendern gerne Angst. Er ist nur ein Kind mit einem hervorragenden Computersystem. Ja, und wenn wir uns ausloggen, dann sterben wir an Hirntod. Das ist wirklich... Oh, ich mache mir keine Sorgen, Sippy. Wieso weiß Sippy, was in unserem Brief ist? Was ist mit dem Postgeheimnis im FutureNet los? Das ist ja... Schlimm. Man nennt mich nicht umsonst den Post Office Snowbot. Ich lese alles, was hier hereinkommt. Deshalb weiß ich, was ich weiß. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Privatsphäre ist garantiert. Ja, wie, ich will das aber nicht so hinnehmen. Was soll das? Naja, wissen Sie, wer den anderen Brief geschickt hat? Ja, das würde mich doch sehr interessieren. Nein, tut mir leid. Er ist anonym.
und ist über den Library-Computer, Büchereicomputer, hierher gekommen. Daher weiß ich nicht, wer ihn mir geschickt hat. Aber vielleicht kann Dewey weiterhelfen. Dewey ist das Programm, das für die Library, die Bücherei, zuständig ist. Dewey ist ein ziemlich neues Programm. Ich glaube, man hat noch nicht alle seine Fehler überarbeitet. Man sagt, er sei... Das klingt ja vertrauenswürdig. ...in der Öffentlichkeit losgelassen worden. Und um die Wahrheit zu sagen, scheint er nicht sehr zuverlässig zu sein. Aber er ist wahrscheinlich in der... ...Lage, ihm weiterzuhelfen. Haben Sie das gehört? So hört sich beschädigte Post an. Aber es war ein Vergnügen, Ihnen zu helfen. Kommen Sie doch einfach wieder her, wenn Ihr Avatar wieder okay ist. Bis dann. Jo, okay, dann bedanke ich mich bei Zippy. Das war ja mal halbwegs aufschlussreich. Also wir müssen in diese Turing Inquisition Reading Room Dingsbums mal gucken. Port 78, Bibliothek, FutureNet Memorial, Turing Inquisition, okay. Schade, dass man von da nicht nach da kann, aber es wäre wahrscheinlich zu einfach. Also würde ich sagen, ja, gehen wir einfach hier lang. Hier steht nur Level 2 Access-Zugang, da können wir also noch eh nicht rein. Das macht es ja relativ einfach. Gut. Ja, trotzdem würde ich vorschlagen, dass wir die Folge an der Stelle erstmal beenden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wir sehen uns in der nächsten Folge von FutureNet wieder. Danke fürs Zuhören und Zusehen.